Willkommen zu diesem brandneuen, fantastischen LP. Nur auf der V-Smile Motion. Exklusiver Titel für Full Gamer. Richtige Core Gamer. Ja, heute spielen wir Dora. Dora Explorers, um genau zu sein. Und ja, dieses Spiel ist schon eins, worauf ich mich lange, lange, lange gefreut habe. Ich habe dafür auch einiges in Kauf nehmen müssen. Es laufen ja jetzt 4 Projekte gleichzeitig, das ist ein wenig blöd. Aber ich denke, da muss man einfach durch, weil letztendlich mal Wario Land ist zum Glück bald vorbei und dann kann das hier perfekt als 4. Projekt starten. Ich habe mich, wie gesagt, sehr, sehr auf dieses Projekt gefreut. Also ihr seht, das ist die amerikanische Version. Und da können wir abwechselnd Englisch und Spanisch lernen. Das ist auf alle Fälle pädagogisch sehr wertvoll. Ja. Weil viele von euch können wahrscheinlich Englisch, aber Spanisch nicht so gut. Und da kann man das dann perfekt ergänzen. Ja, nach diesem... Ja, das ist jetzt unsere erste Mission. Also ihr seht schon, das ist eine relativ anspruchsvolle Aufgabe gleich zu Beginn. Jetzt müssen wir uns aussuchen, welches. Ich denke, es ist dieses hier. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Ja, es hat funktioniert, hervorragend. Damit wäre unser erster Auftrag schon mal geschafft. Und ja, was mich dazu bewegt hat, dieses LP zu machen. Also, mir wurde ja immer vorgeworfen, ich als Nintendo-Spieler würde immer nur Kinderscheiße spielen. Das habe ich natürlich am Anfang energisch verneint. Aber als ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt habe, habe ich mir schon gesagt, doch, doch, es stimmt eigentlich schon. Also, so Spiele wie Metroid Prime oder... The Last Zoe oder Zelda Twilight Princess, die haben ihre hohe USK, die bis zur USK 16 gehen eigentlich wirklich nur als Fake, weil das natürlich eine wirkliche Kinderkacke ist. Also ja, ich meine, dass da gerade mal Gegner skalpiert werden und dann nicht, was weiß ich, was passiert, das ist schon echt kindisch ohne Ende. Und dann habe ich mir gedacht, ja, soll ich jetzt Battlefield oder Call of Duty spielen, um ein bisschen erwachsener zu werden? Konnte mich aber nicht so wirklich entscheiden. Und dann dachte ich mir, nee, ich gehe noch einen Schritt weiter, ja? Und spiele dieses Spiel hier, weil letztendlich, ja, die Nintendo-Spiele sind absolut kindisch. Vergleicht man es dann mit diesem Zeug, was auf der Xbox oder auf der PlayStation 3 rauskommt. Mache ich hier aber schon einen großen Schritt in Richtung Erwachsenenalter, weil letztendlich, das ist viel... ja, brutaler und erwachsenenfreundlicher als dieses Zeug wie Metroid Prime. Das geht so überhaupt nicht und da ist das schon, das fordert einen viel mehr. Nee, das spielen wir jetzt nicht noch einmal. Jetzt, Let's Play! Genau, das machen wir, Let's Play. Perfekt. Time for a game. Ups. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eher auf Let's Explore. Verdammt, wie kann ich denn hier zurück? Da habe ich mich wohl verdrückt. Nein! Dum, 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 dum. Aber die Musik hier ist richtig episch. Also, bei der Musik hier haben sie echt Meisterwerk geschaffen. Das ist bis heute, konnte bis heute von keinem anderen Entwicklerstudio jemals getoppt werden. Weder, die geile Dungeon Siege Musik, noch die, ja, geile The Last Story Musik, noch überhaupt die Ware-Entwickler konnten es schaffen, diese catchige Musik in irgendeiner Art und Weise zu überbieten. Auch Game Freak mit ihren sehr, sehr guten Pokémon-Tracks, die noch bis Generation 3 rauskamen, können das hier in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden. Also da können die Entwickler schon wirklich stolz auf sich sein. Und ja, ich hoffe, ihr passt alle nebenher nicht nur auf, was ich glaube, sondern auch, was die Spielfiguren lernen, weil wie gesagt, da kann man sehr, sehr viel lernen.
auch was seine Spanischkenntnisse angeht und kann sie durch die bereits bestehende Englischsprachkenntnisse gut verwenden. So. Hat allerdings ein ganz kleines Problem. Nämlich ihr merkt, ich rede und rede und mache das hier irgendwie alles automatisch, obwohl es gar nicht so einfach ist, das hier wirklich gescheit hinzukriegen. Und ja, warte, ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Und wenn ich mich konzentriere, wird es schon schwieriger. Okay, Glück gehabt. Puh, okay. Das war jetzt relativ hart. Also das Let's Play wird mich schon fordern, wie ihr es seht. Jetzt gehen wir aber auf Let's Explore, tätig ich sagen. So, jetzt kriegen die ihre Geschenke und sind glücklich. Und damit sind wir auch glücklich. Jetzt möchten wir aber wirklich auf Let's Explore gehen. Dieses Spiel kam übrigens auf der V-Smile Motion raus, wie ihr seht. Das ist eine Konsole, die nur für Erwachsene konzipiert wurde. Für die Leute, die die PlayStation 3 zu lasch ist. Was zum Henker? Eins mit blauem Papier möchte sie, also. Das wäre dieses hier. Blue, Azul auf Spanisch. Und dann dieses hier. Oder? Können wir das noch auswählen? So, wir müssen es einfach nur als mit einer blauen Schleife suchen. Kein Problem. Erneut Blue und Azul. Beziehungsweise Azur, wie wir es vielleicht eher kennen. So, und dann einfach nur... Ich glaube hier... Square, un cuadro. Ne, un cuadrado. Sorry. Ja, ihr seht sogar, ich kann auch eine Menge aus diesem Spiel lernen. Also, man lernt nie aus. Und ja, jetzt können wir hoffentlich endlich auf unsere Reise gehen. Wäre schon toll. Ich möchte auf meine Reise gehen. Leute. Warum darf ich nicht auf meine Reise gehen? Ich muss mal gucken, eventuell... Kann ich hier wieder raus und gucken, ob ich was irgendwas anderes machen kann. Weil es wäre ja schade, wenn das Spiel hier schon vorbei wäre. Das wäre nämlich das kürzeste LP aller Zeiten. Ups. Nee, doch, ich wollte raus. Achso, es war schon auf. Hallo? Ja. Vielleicht kann ich hier noch andere Sachen auswählen. Genau. Wir haben ja noch viele andere Aufträge. Also, gehen wir weiter. Ihr seht schon Snipers hinter uns. Das könnte relativ hart werden. Okay. Da ist Swiper. Oh oh. Das ist ein richtiger Scheißkerl. Also. Nee. Das ist der schlimmste Charakter, der jemals in einem Videospiel war. Das ist ein absoluter böser Mensch. Verdammt. Ich hab gefailt. Nein. Aber ich kann mich auch irgendwie gerade nicht bewegen. Warum kann ich mich gerade nicht mehr bewegen? Warum? Was habe ich getan? Aber die Batterie läuft noch. Okay, jetzt kann ich mich wieder bewegen. So. Ja. Ich verstehe den Auftrag jetzt noch nicht wirklich, aber werden schon mit der Zeit schaffen, denke ich. Okay. Machen kann ich jetzt nicht, es kommt eine Cutscene. Und ja. Eine Katze. Süß. Und damit haben wir die erste gerettet. Super. Okay, jetzt scheint hier dieses Spiel zu kapieren. Man braucht halt eine Menge Geduld, muss immer bei Konzentration bleiben und ganz schnell reagieren. Das ist das Wichtigste. Ganz, ganz schnell reagieren. Und jetzt rettet er einen Hasen. Dann rettet er die. Er ist doch eigentlich böse, denke ich.
Auf alle Fälle benutzen wir irgendwie seine Fähigkeit, um sie gegen sich selbst zu verwenden. In irgendeiner Art und Weise. So, aber den hier haben wir doch schon gerettet, oder? Nee, wir können noch eine Katze retten. Okay. Gut zu wissen, dass auch dieses geht. Super, was können wir jetzt als allernächstes machen? Ich habe so Bock auf das Spiel, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist einfach nur fantastisch. Ich hatte mich ja schon auf viele Projekte gefreut, aber dies hier stoppt mit Abstand alles. Ich glaube, es wird auch täglich kommen. Und dann werden sich die anderen halt alle 3 Tage abwechseln. Aber letztendlich braucht dieses Spiel die Epicness, die es ausmacht. Okay. Und dann haben wir noch einen letzten Auftrag. Super. Damit wäre auch dies geregelt. Die Katzen sind befreit. Und ja, wir können glücklich in die Zukunft schauen. Dieses Spiel wäre gemeistert. Tja, und der erste Endboss wäre hiermit besiegt. Ja, genau so läuft's. Ja! Wir haben es geschafft, Leute. Mit vereinter Kraft haben wir den bösen Fiesling besiegt. Nein, das möchte ich nicht. Was wir jetzt machen ist, dass wir... natürlich, weil wir die sind 100% LP, ist wir natürlich noch die anderen Herausforderungen jetzt anschauen werden. Und sie natürlich auch hoffentlich schaffen werden. Es wird zwar von Stage zu Stage härter, aber das schaffen wir schon. Gute Frage. Ach so, genau. Stimmt ja. Das ist ein relativ alter weißer Wesen. Okay. Also, scheinbar ist die Story von diesem Spiel, dass Doras sich verirrt hat. Und ja, jetzt müssen wir versuchen, ihr den Weg zurück nach Hause zu finden. Und jetzt müssen wir nach einem Weg suchen, wo nichts im Weg steht. Warte, dass wir kurz konzentrieren. Okay, ich glaube, dieser Weg könnte richtig sein. Yeah! Okay, Mann, ich verstreue ja alles. Ich bin richtig erstaunt. Gute Sache. Okay, wir sind schon beim Garten. Damit wäre schon mal viel geschafft. Oh, aber jetzt sieht es schon komplizierter aus. Jetzt sieht es schon komplizierter aus. Okay, wie kommen wir hier vorbei? Ich weiß es nicht so genau. Ach, ich gehe jetzt einfach Risiko. Zumindest, falls ich den Kontrollstick mal richtig bewegen könnte. Hallo? Hallo? Ja, aber ich möchte den Kontrollstick doch richtig bewegen. Hallo, die Steuerung hier ist schwieriger als auf der Wii Motion, ohne Witz. Dabei ist das hier ein Kontrollstick, ja? Ach du Scheiße. Wie soll denn das gehen, bitte? Gut, das ist auch wireless, aber trotzdem. Tschüss, ey. Ich glaube, ich muss hier aufgeben, weil ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Oh, also das Spiel fordert einen echt hart. Ich verlange, dass man diesen Punkt genau trifft. Das ist nicht einfach, Leute. Glaubt mir, das ist wirklich nicht einfach. Das ist man ganz einfach nur versucht runterzugehen. Geht man hier so hammerschnell. Oh Mann. Komm. Yes! Jetzt habe ich es geschafft. Ach so! Wir sollen zum Schlamm gehen. Ja, sag's doch gleich, Mädel. Da hat sie wahrscheinlich gleich gesagt. Das kommt davon, wenn man die Aufgaben von dem Level nicht immer gleich liest. Da kommt es zu einigen Fehlern. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich immer ganz genau an, wo nichts im Weg steht. Okay. Dass es wohl immer blinkt, den Weg, wo man hin muss, ist scheinbar nur Zufall, nehme ich an, weil es wäre sonst viel zu einfach. Auf alle Fälle, ja, ich kann jedem nur empfehlen, immer sich die Aufgaben von dem Level ganz genau anzuhören. Das könnte sehr nützlich sein. Und ja, so kann man einige Probleme vermeiden. Okay. Das sind Bäume von 1 bis 10. Hat scheinbar nichts zu bedeuten. Schade. Okay, jetzt brauchen wir einen Weg, der zur Windmühle führt.
der hier ist, glaube ich, der richtige. Oder? Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Shit. Ich weiß es nicht so genau. Leute, ich bin ein wenig überfragt gerade. Ich hoffe, ihr versteht das. Und jetzt muss ich mich wieder mit dieser schwierigen Steuerung auseinandersetzen. Oh Mann. Hiergegen ist ja kein Wii-Motion-Game etwas. Da würde ich ja lieber viel mit der Wii-Fernbedienung drauf zeigen, als mich hier mit dem Ding hier zu bewegen. Ach du Scheiße. Okay, gut. Jetzt, warum nimmt sie das nicht an, böse Dora? Wenn ich hier drauf zeige, dann geht doch auch diesen Weg. Jetzt aber. Bug. Was für ein Bug. Ich kann hier nicht weiter. Was soll ich diesen mal ausprobieren? Aber dann hätte sie doch wenigstens gesagt, nee, ich bin falsch. Aber gut. Probieren wir das einfach. Hä? Leute, ich bin überfragt. Es scheint hier nicht weiterzugehen. Ja, scheinbar Bug-Alarm. Weil, wie gesagt, ich drücke, aber es passiert nichts. Gut, dann, nehme ich an, müssen wir das LP an dieser Stelle erst einmal beenden. Und ich versuche bis zum nächsten Part einen Weg zu finden, hier weiterzukommen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Falls euch dieses neue Projekt gefallen hat, könnt ihr gerne mit einem Daumen hoch unterstützen. Falls nicht, müsst ihr halt einen Daumen runter geben. Wäre zwar schade, aber gut. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns zunächst mal bei Dora Explorers besuchen können. Wenn wir hoffentlich dann einen Weg finden, wie wir hier weiterkommen. Also, bis dann!